So, hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Interview. Und zwar, ouch, das ist mein allererstes Interview. Also nicht das, nicht so viel erwarten. Na egal, auf jeden Fall wollte ich nur mal sagen, dass ich jetzt für Cry of 4 mehr mache als für Minecraft, also MC. Das bedeutet, es wird weniger Videos in Minecraft geben, dafür mehr für Cry of 4. Ich werde es zwar irgendwann mal let's playen, also wahrscheinlich in 3 Monaten erst oder vielleicht noch länger. Aber was ich jetzt euch in diesem Kanal zeigen werde, ist, wie ich dafür mappe. Und zwar ist, ja, wir sind gerade am Balkon, weil ich gerade rauche, aber na egal. Auf jeden Fall werdet ihr sehen, wie ich mappe. Und gleich gehen wir noch an den PC, da könnt ihr gucken. Und ich sage euch jetzt schon mal, das dauert richtig viel lange, man braucht richtig viel Zeit, richtig viel Aufwand. Und außerdem braucht man auch guten PC. Das, was ich da habe, ist ein kleines Drecks-Laptop. Also mit Laptops am besten nichts anfangen. Naja, wir gehen gleich zum PC. Ja, dann ist gleich. Ach so, was ich noch sagen wollte, ihr könnt euch das Spiel, also Cry 4, kostenlos auf Steam holen. Das ist kostenfrei, also auf Steam. Steam könnt ihr euch einfach runterladen, ist auch kostenlos, müsst ihr euch nur anmelden. Ist auch ohne Altersbescheinigung oder so einfach zu runterzuladen. Das Spiel ist fast 1 GB groß oder auch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Spiel dann runterziehen, dann auch ausprobieren. Und ja. Auf jeden Fall, das Spiel an sich, es ist ein Horrorspiel, aber ein sehr schönes Horrorspiel. Also jetzt nicht sehr schön gruselig, das meine ich jetzt nicht, aber ich meine jetzt zum Beispiel, wie soll ich das sagen? Sagen wir es mal so, es ist von der Story her eigentlich ganz schön. Auch sehr traurig. Also da gibt es ein paar Szenen, die sind unfassbar. Das Spiel müsst ihr euch mal angucken. Und die Map könnt ihr euch dann irgendwann mal, wenn ich fertig bin, dann runterladen und dann auch austesten. Und dann mal sehen. Weil das dauert ziemlich lange, so eine Map zu machen, weil man braucht viel Geduld dafür. Es ist ziemlich kalt, wir haben 3 Uhr nachts. Ja, 3 Uhr 7. Und ich sitze hier am Balkon. Naja, egal. Gleich gehen wir zum Computer. Und dann werden wir mal sehen, was dann dabei rauskommt. Jetzt werdet ihr noch die Zeit bei mir verbringen, also auf dem Balkon. Hoffentlich stört euch das nicht. Na egal, die Kippe ist eh gleich leer. Na egal. Ihr werdet dann gleich alles erfahren, wie ich das alles mache mit dem Mapping, was das alles für Zeit braucht, was ich da alles machen muss. Werdet ihr alles gleich sehen. Und wenn ihr ein paar Fragen habt, könnt ihr natürlich in den Kommentaren fragen. Dann kein Thema. Kritik auch erlaubt, nun halt nicht mit Beleidigung oder so, sondern normale Kritik wie ganz normale erwachsene Menschen. Und ja, dann mal sehen. Ach so, Cry 4 ist eine Half-Life-Mod, aber ist auf Steam ohne Half-Life erhältlich, also ist jetzt ein Standalone, aber es läuft immer noch auf der Half-Life Engine. Das bedeutet, man kann einfach mit ein paar Sachen Cry 4 modifizieren und alles. Das Spiel war die beste Mod von 2011, glaube ich. Ja, 2011. Und ja. Wir gucken, was sich das ergibt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel runterzuladen. Es ist ziemlich cool. Nicht nur weil das Horrorspiel ist gruselig und so alles, sondern auch wegen der Story her. Das ist sehr traurig. Ja, okay. Wie geht es zum PC? Ihr könnt auch von mir aus noch kurz die Monitor gucken, könnt ihr aber auch vorspulen, wenn ihr wollt. Müsst euch nicht antun. Ah, oh Mann, ey, dieser Scheiß. Ah, egal. Dann geht's halt nicht ganz zu. Private Sachen dürft ihr nicht angucken. So.
Hier sind wir auch schon beim PC. Hier, wie gesagt, hier das ist das Mapping-Programm. Was funktioniert gerade nicht? Hier ist Craft 4 gespeichert. Und ja. Was ich hier. Ups. So, hier vergrößern. So, was ich alles schon auf der Map gemacht habe, eigentlich nicht viel. Das hier ist das hier ist eigentlich der zweite Level und keine Sorge, dass das hier vorne ist nur ein Trigger. Der hier triggert praktisch Musik und ein Text. Boah, schlimm mit einer Hand zu spielen. Du gehst dann weiter, denn da ist auch noch so ein Sound-Ding. Das ist praktisch die ganze Map. Das hier ist die 3D-Ansicht, also dass man alles angucken kann, bla bla. Also halt auch die Texturen und alles. Hier, das ist von oben. Bisschen schwerer machen. Hier ist von der Seite. Und hier ist von vorne. So, dann zeige ich euch mal das erste Level. Also das hier ist das zweite Level. Dann öffnen wir mal. Achso, das habe ich ja. Nee. Open. So. Da. Level 1. Geöffnet. Dann lad mal schneller. Wie gesagt, Schrott-Laptop. Braucht ein bisschen lange. So, das ist schon ein bisschen vom Aufwand her ein bisschen größer. Das sieht man auch hier von oben. Ist ein bisschen mehr gemacht. Huch. Oh. Hier, seht ihr? Mehr gemacht worden. Und ich sage euch eins, da sind viele Screamer und alles. Und auch schöne Musik dabei. Und ja, das Windows Update. Oh, später durchführen, Alter, was willst du? So, das war's dann mit dem Interview. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Auf jeden Fall hier könnt ihr auf Store gehen. Nee, nicht auf Store. Hä? Na, ihr geht einfach hier oben auf Suchen. Dann geht ihr einfach Cry. Nee, doch nicht. Ihr müsst einmal auf Store klicken. Dann öffnet sich Steam. Dann geht ihr hier auf Suchen und sucht Cry of 4. Dann steht es hier, Cry of 4, Free. Das habe ich natürlich schon runtergeladen. Könnt ihr euch dann halt runterladen. Hier ist noch so ein kleiner Trailer. Blende ich mal kurz mit ein. Der Trailer geht 3 Minuten lang, aber ich zeige euch jetzt nur kurz den Anfang. Hier war ein Zug. Bestes Singleplayer-Spiel des Jahres, also 2011. Hier sieht man nochmal die 3D-Ansicht. Ist eigentlich ganz gut gemacht. Dann gibt es noch einmal Iron Sight, also Eisenvisierung auf gut Deutsch übersetzt. Hier gibt es noch ein Sturmgewehr. Das Spiel ist sehr brutal in sich. Aber ich hafte nicht für eure, was euch passiert. Also durch dieses Spiel kann man auch Depressionen bekommen, das ist sehr schlimm. Also aufpassen, wer Schiss hat, sollte das nicht spielen. Weil sonst kriegt man Paranoia und dann endet man im Krankenhaus oder in der Klapse. Also vorsichtig mit dem Spiel umgehen. So, das war's auch eigentlich mit dem Interview. Dann sehen wir uns irgendwann wieder. Naja, dann bis irgendwann, Leute. Macht's gut. Verschwendet eure Zeit nicht mit Mapping. Ich mach's nur, weil es mir Spaß macht. Naja, die Map gibt's dann kostenlos zum Runterladen, aber nicht jetzt. Vielleicht irgendwann mal. Dann bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute.